Heißt doch irgendwas. Keine Kronenquelle, aber... Ich wusste, dass Monarch über Technologie verfügte, mit der sich ihre Soldaten während Anomalien fortbewegen konnten. Irgendwie verlief in diesem Bereich die Zeit normal. Plötzlich ergab Monarchs fehlendes Interesse an dem Anhalten der Zeit deutlich mehr Sinn. So, wer möchte die beruhigenden Kugeln noch eine Weile sehen? Kleiner Scherz. Hier ist nichts mehr, das hat er mir ja markiert. Ja. Gut, dann mal weiter. Dr. Emeralds Büro muss in der Nähe sein. So, das sieht mir nach sehr viele Gegners aus. Obwohl, die sind eigentlich nicht bewaffnet, oder? Ist dann gut. Kein Alarm. Offensichtlich hat keiner was bemerkt, als ich hineingegangen bin. Pff, gut gemacht, Beth. Nein, pass auf, das ist ganz einfach. Genau so habe ich Mathe immer verstanden. Je mehr Leute, desto größer der Bereich, den wir sichern müssen, und desto weniger Zeit haben. Ich traue mich gar nicht vorzulesen, wenn er neben mir labert. Paul Serene beschäftigt sich nur noch mit den Erscheinungen von Jack Joyce. Er hat seine Verpflichtungen auf der Gala heute Nacht beiseite gelegt, um einen kläglichen Versuch zu unternehmen, Jack Joyce von unserer Sache zu überzeugen. Diese Ablenkung bietet uns die perfekte Möglichkeit, unseren Plan voranzutreiben. Heute Nacht werden wir Monarch ins Chaos stürzen. Heute Nacht werden wir für Paul Serenes Untergang sorgen. Okay, er hat selber... Das ist übrigens, für alle, die nicht auf dem Laufenden sind, der Schwarze hier, Martin Hedge, ist der Mitteilhaber von Monarch, soweit ich mich noch entsinnen kann. Und ja, er will scheinbar seinen anderen Mitteilhaber, in dem Fall Paul, zu töten. Es ist mir gelungen, Paul zu überzeugen, für ihn die Rede auf der Gala zu halten. Dies schafft die perfekte Tarnung. Die Schritte sind wie folgt. Schießerei auf der Gala. Ich werde sehr bald Pauls Rede auf der Gala halten. Ich habe dafür gesorgt, dass einer unserer Männer mitten in der Rede von einem günstigen Punkt aus Schüsse in meine Richtung abgibt, die mich auf der Bühne knapp verfehlen werden. Dadurch wird ein Tumult auf der Gala ausbrechen und Monarch soweit destabilisieren, dass Pauls Autorität und seine Kontrolle über die Situation angezweifelt wird. Noch unmittelbarer wird es Monarch dazu zwingen, Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten, die dazu führen, dass Sophia Emerald zu ihrer eigenen Sicherheit in die nahegelegene Monarch-Villa eingesperrt wird. Zweitens, Drohnensabotage. Stetson wird die Drohne A7 Flugroute rekalibrieren und sie zum Absturz in die Villa bringen, wodurch Sophie Amaral ums Leben kommen wird und Paul Serene seine einzige Möglichkeit für die Entwicklung einer Behandlung seiner Krankheit verliert. Drittens, Zerstörung des Behandlungslabors. Nach Emeralds Tod werde ich die Untersuchung leiten, die es mir ermöglicht, Zugang zu Dr. Kims Labor zu erhalten, wo alle Medikamente für Pauls Behandlung aufbewahrt werden. Wir werden Sprengladungen anbringen und jedes einzelne Medikament vernichten. Mit dem ausbleibenden Nachschub an Medikamenten wird Paul hilflos sein. Aufgrund der immer häufiger auftretenden Anomalien bin ich davon überzeugt, dass Paul innerhalb von 6 Stunden von diesen Ereignissen übermannt werden wird. Erst dann werden wir unseren letzten Schritt ausführen. Okay. Bruce Darnell, ja. Jetzt habe ich mir auch gedacht, wenn ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber er redet ein bisschen verquirlter. Oh. Wie passend, dass wir das auch noch so synchronisiert haben. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen Fille. Ich will euch nicht langweilen, Leute. Ups. Ich mag ja Story, aber das ist ja richtig fett viel Story. Das können wir nochmal anlesen. Anweisungen für heute Nacht. Sehr geehrte Damen und Herren, es scheint, dass wir von den Ereignissen eingeholt wurden. Daher müssten wir unsere Pläne dementsprechend ändern. Wie Sie zweifellos wissen, haben wir Jack Joyce in Gewahrsam. Er hat sich heute ergeben. Da müsste Serene ein persönliches Interesse
an Joyce und den Informationen hat, in dessen Besitz er unter Umständen ist, wird er ihn im Gefangenenlager auf der Insel verhören. Ja, Jose, ich habe aus Versehen gerade einen Punkt überlesen. Unglücklicherweise bedeutet dies, dass Mr. Serene nicht wie vorgesehen seine Rede auf der Gala heute Nacht halten kann. Daher muss ich ihn vertreten. Dazu habe ich einige Sicherheitsbedingungen, aber diese werde ich einzeln mit den betreffenden Personen unter vier Augen besprechen. Darüber hinaus sollten Sie wissen, dass wir zusätzlich zu Joyce auch Liam Burke im Gefangenenlager festhalten. Trotz seiner langen Zugehörigkeit zu Monarch muss Burke jetzt als Gegner eingestuft werden. Er hat auch schon einiges an Schaden angerichtet. Eigentlich sollte dies selbstredend sein, aber nur um es noch einmal klarzumachen, jegliche Befehle von ihm sollten ignoriert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Joyce bereit für Mr. Serene ist. Auch sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass Joyce Cronon aktiv und äußerst gefährlich ist. Er hat sich freiwillig ergeben, daher ist es möglich, dass er nicht vorhat, Ärger zu machen, aber wir sollten sicherstellen, dass wir darauf vorbereitet sind, falls er es doch tut. Wir kennen seine Beweggründe nicht und ich würde es ihm zutrauen, dass er sich nicht ohne Hintergedanken ergeben hat. Martin Hedge, wie recht er doch hat. Und jedes Mal, wenn ich so einen Text gelesen habe, flimmert mir leicht das Gesichtsfeld. Das ist auch wirklich das ist Emeralds Büro. Verdammten Büro irgendwas, ne? Wahnsinn. Emerald hatte versucht, Paul zu warnen. Das Ende der Zeit kam schnell näher. Es blieben weniger als 24 Stunden. Oh Gott, wie das... Mr. Serene hatte geglaubt, es würde Jahre dauern, bis es soweit wäre. Offensichtlich lag er falsch. Ja. Das geht. Prognostizierte Rissentwicklungen. Wir haben uns die vorläufigen Daten zur Häufigkeit und Schwere der Anomalien angesehen und sind die Zahlen durchgegangen. Die Ergebnisse sind alarmierend. Unsere ursprüngliche Hochrechnung, in der wir Jahre hatten, bis der Riss den Zeitpunkt erreicht, an dem die Zeit komplett zerbricht, passt nicht mit den tatsächlichen Fortschreiten der Anomalien überein. Einfach ausgedrückt, die Anomalien treten immer häufiger auf, was eindeutig darauf hinweist, dass das Meyer-Joyce-Feld schneller zusammenbricht, als wir gedacht haben. Aufgrund dieser Beschleunigungsrate können wir davon ausgehen, dass wir vielleicht nur 24 Stunden haben, bis wir das Ende der Zeit oder den Punkt erreichen, an dem die Zeit anhält und nicht mehr anläuft. Wie krass das eigentlich wäre, muss man sich mal vorstellen, also ohne Mist. Wir wissen nicht, wieso die ursprüngliche Hochrechnung falsch war und warum die Daten, die wir als belastbar eingestuft hatten, da sie direkt von Mr. Serene stammen, scheinbar in ihrer Gesamtheit unserer gegenwärtigen Beobachtungen widersprechen. Ungeachtet dessen ist unser Hauptproblem eindeutig. Damit wir die ausgerufenen Ziele von Monarch Solutions erreichen, sollte das Rettungsbootprotokoll so schnell wie möglich aktiviert werden. Das da sieht aus wie das, was Beth wollte. Ah, verdammt. Emerald ist auf der Party. Diese Anomalie wird nicht ewig dauern. Ich finde besser hier raus und gehe zur Party. Oh Gott, wieder sowas Langes. Hui. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nee. Das ist auch recht lang. Das Wichtigste, ich muss dazu sagen, das Wichtigste wird ja auditiv mitgeteilt. Und deswegen muss ich nicht alles vorlesen. Was hat er hier für ein Problem? Zeigt auf seine Hand. Zockt die? Ne, ist ein Überwachungsvideo. Ein Überwachungsvideo. Oh Gott, ist das auch wieder so viel? Aha. Gehen wir mal weiter. Wow, das einzige Büro, was nichts hat. Krass. So, da hinten war die Treppe. Ich kann mich auch nicht porten. Ist ja blöd. Ziemlich teure Ausrüstung, die Sie da gestohlen haben. Na und? Ich wusste, dass Beths Tarnung nicht lange anhalten würde. Ich musste es ihr zur Gala bringen, bevor es zu spät war. Wofür ist denn die Ausrüstung? Um den Zeitsprung irgendwie auch zu widerstehen. Bin mir ziemlich sicher, wir werden es gleich rausfinden. So, ja. Oh, das ist auch wieder eine mächtige E-Mail, aber ich glaube, das sind die beiden Verliebten. Brenners Becher. Überprüfung von Burks Kontakten. Mit wem arbeitet er zusammen? Okay.
Würde mir auch einfallen, wenn ich einen Kaffeebecher betrachte. Das ist eine Kronenquelle. Ich muss irgendwie da rein. Geht jetzt also doch hier durch die Tür. Gibt's doch gar nicht. Da hinten habe ich noch die Kronenquelle gesehen. Wie viel brauche ich noch? 3, okay. Dann noch mindestens ein, ne? Ich glaube sogar 2. Kanonen, die bei einer Anomalie funktionieren sollten. Paul hatte klare Prioritäten. Das Ende der Zeit bedeutet nicht das Ende von Waffen. Tja. Wen wundert das jetzt? Mich nicht. Die Kampfausrüstung von Monarch war sperrig. Was ich aus Dr. Emeralds Büro mitgenommen hatte, war deutlich leichter. Fast wie ein Modell für Zivilisten. Bin ich mal gespannt, wofür sie das braucht. Wahrscheinlich wird sie mich einfach umbringen. So, Gott sei Dank habe ich immer die Vision dabei. Super, dass alle Story-Elemente immer verknüpft werden. Das Rettungsboot-Protokoll. Im Monarch-Hauptquartier untergebracht, Zugang bis zur Aktivierung verschlossen. Komplett anomaliegeschützt, betrieben durch Kronenpartikel von Ground Zero. Partikelfluss wird durch die CFR gesteuert. Erfüllt 2 Aufgaben. Überleben der menschlichen Rasse, garantieren und finden einer Möglichkeit, die Zeit neu zu starten. Begrenzte Kapazität. Person wird anhand von notwendigen Fähigkeiten ausgewählt. Komplette Geheimhaltung notwendig. Hinweis, Mr. H. wird die Rede zur Aktivierung des Rettungsboots anstatt Mr. S. halten. S. wird Joyce verhören. Naja, Mr. Hatch wird die Rede halten, Mr. Serene ist ja abtrünnig gerade, abwegig. Gut, dass wir das ins Internet gestreamt haben und deswegen wahrscheinlich gleich die volle Hölle ausbrechen wird. Oh Mann, komm schon, du bist bei der Arbeit. Dating-Website Abenteuerlustige religiöse Singles, was zum Teufel? Abenteuerlustige religiöse Singles, reiner Nervenkitzel für jene mit reinem Herzen. Finde deinen Seelenverwandten. Triff diesen besonderen Menschen, den er für dich vorherbestimmt hat. Sei gemeinsam enthaltsam und genieß die Spannung. Im Schoß Gottes ist für alle Platz. The fuck, really? Scheint eine sehr interessante Präsentation zu sein. So, Paul, der Kern der Zeitmaschine wurde erfolgreich ins Hauptquartier transportiert und im obersten Stock des Gebäudes in den Rahmen der Monarch-Zeitmaschinen installiert. Das Team wird unruhig, sie brauchen wirklich einen Einblick in die nächsten Schritte. Ich weiß, es gibt einen Grund, dass die Einzelheiten ihres Plans geheim bleiben, aber jegliche Information, die sie uns geben könnten, wäre äußerst hilfreich. Kyra. Vielen Dank für das Update. Wir müssen zwar die Zeitmaschine nicht in der näheren Zukunft aktivieren, aber ich möchte, dass ab sofort die Techniker auf Abruf bereitstehen. Für unseren Plan brauchen wir die absolute Kontrolle. Das ist das, wofür die Zeitmaschine steht. Mehr als alles andere wollen wir die Zeitmaschine davor schützen, in die Hände unserer Gegner zu fallen. Wir dürfen ihnen keine Gelegenheit geben, unsere Pläne zu zerstören. Beziehungsweise zu stören, so. Wir können vielleicht nicht die Vergangenheit ändern, aber wenn meine Reisen eine Sache bewiesen haben, ist es, dass uns die Vergangenheit helfen kann, uns besser auf die kommenden Schritte vorzubereiten. Diese Schritte werden dir sehr bald klar sein. Nämlich, dass ihr alle sterbt und ich überlebe. So, da komme ich bestimmt nicht durch. Ne. Wie auch. Ist ja hier hinten, ne? Das Exit. Garage. Hört sich an, als ginge es da raus. Was haben wir hier noch? Nichts. Wer hätte das gedacht? Oh. Das wird bestimmt gleich heikel. Sagte er und starb. For real? Ich muss da noch wuschen, wa? Damit ich da durchkomme. Kann man mal kann man mal sehen, wie gefährlich so eine scheiß Schiebetür ist. Ich habe heute den richtigen Sprachfehler. Ich glaube, ich sollte ins Bett gehen.
komm schon. Lade etwas schneller. Mein nächster Rechner hat wahrscheinlich 2 Terabyte SSD-Festplattenspeicher. Garage. Hört sich an, als ginge es da raus. Oh, ich musste nur durch die Garage. Schien ein leichtes zu sein. Ja. Wir wissen alle, was jetzt passiert. War klar, dass die scheiß Anomalie dann weggeht, wenn da 20 Millionen Gegner sind. Ist die Waffe scheiße, mein Gott. Wie hart kann etwas streuen? Das ist noch ein Gegner. Warum explodiert das Ding nicht? Verrat. Wo ist er? Das war immer noch nicht der letzte. Weil dann würde jetzt nämlich die Zeitlupen-Animation kommen. Typisch, dieser Alarm wird es nicht einfacher für mich machen. Adventures in Flash. Es muss einen Weg hier rausgeben. Was zum Heck? Spielt da jemand ein Hörspiel auf dem Funkkanal ab? Wer auch immer das ist, aufhören! Sofort! Verdammt! Durch den Alarm muss alles abgeriegelt worden sein. Ich denke, ich lasse es genau da, wo es ist. Jemand soll herausfinden, wo das herkommt. Das sollte ein sicherer Kanal sein. Schön, dass mein Hörspiel abgespielt. Kann man auch mal machen. So, da geht's raus. Das war, glaube ich, der einzige Weg, war. Stimmt, wieder 2 Kronon-Quellen übersehen, aber mein Gott. Ah ja, fucking shit. Oh, Scheiße! Okay. Ich gehe erstmal auf Abstand. Am Anfang sollte ich vielleicht die Pistole nehmen. Wo ist er? Oh Mann, ey. Wem hier? Oh. Die Heavys sind immer so scheiße. Was ist er denn jetzt? Die zählen nicht. Hä? Ist auf der Plattform, oder? Ja. Hängt fest. Alles klar. Warum geht das Ding nicht in den Arsch? Oh, das war so knapp. Ist er tot? Na, also schon besser. Oh, puh. Eine Kugel mehr und ich wäre hops gegangen. Warte mal, habe ich nicht noch sogar leichtes Maschinengewehr-Munition? Habe ich nicht mit dem Ding geballert. Schön blöd bin ich. So, jetzt aber. Hoffentlich kommt nicht noch einer durch die Tür. Beth,
Ich habe das Gerät für dich, aber Dr. Emeril ist nicht da. Ja, ich habe sie gerade gesehen. Willst du mein Date sein? Ja, heb mir das Cocktailwürstchen auf. Ich komme. Ich bringe dir das Cocktailwürstchen vorbei. Das heißt, dass die Schüsse auf Hatch eine interne Angelegenheit sind. Das könnte eine Möglichkeit für uns sein, aber Serene sucht nach dir. Denk daran. Ich versuche ihn aufzuhalten, wechsle aber zur Monarch-Frequenz, um sicherzustellen, dass du nicht in seine Nähe kommst. Okay, ich sehe dich auf der Party.